Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop AgilCare. Heute ist der 27. März 2023. Das ist ein Montag und selbstverständlich, da finden 20 Uhr, wie schon das eine gute Tradition zeigt, unsere AgilCare Workshops statt. Seien Sie herzlich willkommen und ich kann Ihnen verraten, wir haben wieder sehr interessante Wissensbeiträge hier und ich nehme an, auf Ihrer Seite lauern auch schon sehr interessante Fragen. Mit unserem Beitrag zu Beginn und dann mit dem Beantworten der Fragen beabsichtigen wir, Sie in die Lage zu versetzen, noch besser AgilCare einzusetzen, noch effektiver AgilCare einzusetzen für bessere Lebensqualität. Denn wir wissen, damit geht das. Also, schönen guten Abend noch einmal. Ich schaue gerade in den Chat und hoffe, dass mir jemand mitteilen kann, dass ich akustisch gut zu verstehen bin. Vielleicht kann jemand das machen. Schönen guten Abend, Frau Kirsch. Sie schreiben gerade guten Abend aus Berlin. Wir grüßen aus Reichenwalde zurück, liebe Frau Kirsch. Und viele andere grüßen auch. Einen schönen guten Abend. Es ist sehr schön, Ihre Teilnahme hier zu vernehmen. Vielleicht kann jemand mal im Chat eintragen, ob ich Ton gut lese ich gerade. Wunderbar. Besten Dank, Herr Zarbock, vielen Dank. So, heute ist ein besonderer Montag. Montag ist sowieso schon was Besonderes wegen der Workshops, aber heute ist ein ganz besonderer Workshop, ein besonderer Montag, denn heute bin ich hier bloß, sagen wir, der Vorredner. Den Workshop selbst wird Claudia leiten. Wir wechseln ab heute die Rollen. Ich gehe in den Hintergrund und unterstütze Claudia bei der Beantwortung der Fragen. Und Claudia ist im Vordergrund, wird das übernehmen. Ja, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir gewechselt? Sie wissen ja, dass wir mit AgilCare nicht nur den größten, weltweit größten Katalog der Anwendungen anbieten. Ihnen steht also weltweit das größte Volumen zur Verfügung, Ihnen als Anwender von AgilCare, sondern Sie sollen auch wissen, dass wir die hervorragende Situation haben, dass wir über die 35 Jahre, wo wir uns mit der Thematik beschäftigen, auch die meisten Rückmeldungen haben. Das geht Ihnen die schon bald sechsstellige Zahl von Rückmeldungen, die wir haben. Und die verarbeiten wir haben das schon öfter erwähnt, in einer Datenbank, die wir angelegt haben. Und die Datenbank wird immer wertvoller, je mehr wir die auswerten. Und am vergangenen Wochenende haben wir die Datenbank ganz umfassend ausgewertet und sind darauf gekommen, dass es höchste Zeit ist, dieses Wissen, was in der Datenbank abgespeichert ist, umzusetzen in Verbesserung der Methode. In Verbesserung der Methode, das heißt, wir werden an der Software arbeiten und wir werden an den Inhalten der Software arbeiten. Und das ist schwerpunktmäßig meine Aufgabe, das schnellstens zu tun, dass Ihnen diese Vorteile auch zur Verfügung stehen. Zur Verfügung werden sie Ihnen gestellt durch neue Setups. Wir geben Ihnen Bescheid, wann die zur Verfügung stehen, wann Sie die einsetzen können. Auf jeden Fall ist damit eine Werterhöhung der AgilCare-Anwendung bei Ihnen verbunden. Aber jetzt habe ich genug der Vorrede. Ich bin jetzt mit meiner Frau Renate gleich im Hintergrund und wir konzentrieren uns, also Renate und ich, auf Ihre im Fragen abgebildeten Chats und werden diese dann Claudia zur Verfügung stellen, wenn sie nach ihren Ausführungen dazu bereit ist, die Antworten durchzuführen, die Antworten zu geben. Vielen lieben Dank. Claudia, du kannst starten. Ich werde jetzt erstmal dein Bild vergrößern. Ich hoffe, dass es bei allen auch ankommt. Ganz klar. Toi, toi, toi. Dankeschön. Danke, Papi. Schönen guten Abend allen zusammen. Willkommen zum Workshop. Ich schließe mich da an und freue mich, dass wir hier zusammen sind. Freue mich, dass ich für Sie heute hier sprechen darf und öfters mehr in der Zukunft auch. Und ich wünsche uns einen schönen Workshop. Ich begrüße auch diejenigen, die sich dann im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen und uns folgen. Da kann man ja auch noch Fragen stellen im Chat, wie Sie hier auch in der Live-Version.
Vielen Dank an meine Eltern, vielen Dank Mutti, Papi, dass ihr mich unterstützt bei den Fragen, bei der Vorbereitung, der Beantwortung der Fragen für im Nachhinein meines Vortrags. Und damit möchte ich auch schon gleich beginnen, indem ich Ihnen hier die Files zur Verfügung stelle, der Präsentation, die wir jetzt auch starten. Also wie schon gesagt, 27. März, heute Montag, 20 Uhr, beste Zeit für Agile Care und beste Zeit für wichtige Hinweise, die wir geben dürfen. Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Gewissen und Wissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie mit Ihrem Arzt oder Heilpraktiker. Und mein Thema heute: Es dreht sich um Zeit. Ist natürlich aktuell. Wir haben am Wochenende, haben wir die Uhren umgestellt. Leider wurde uns eine Stunde geklaut. Ich hoffe, das hat bald ein Ende. Jedoch ist es momentan ja nicht in Sicht. Wenn Sie sich dann auch so fühlen, wie ich mich fühle, dann in der Woche direkt nach der Zeitumstellung, egal ob wir jetzt von Winter auf Sommerzeit oder von Sommer auf Winterzeit umstellen, nämlich müde, abgeschlagen, energielos, man fühlt sich wie aus dem Takt oder wie wir in Berlin sagen würden, von der Rolle. Und da haben wir natürlich auch Möglichkeiten zum Beispiel. Also ich trage einen Dauermagneten oder man kann barfuß, wenn es das Wetter hergibt, jetzt war es ein bisschen kalt heute, barfuß über die Wiese laufen, um dann sich wieder mit dem Erdmagnetfeld in Einklang zu bringen etwas. Und wir hier, wir haben ja den Vorteil, wir können Agile Care nutzen. Und da empfehle ich Ihnen die Anwendung C1412. Ich wiederhole nochmal, C1412, Schumann-Resonanz, so dass Sie sich unterstützen können, die störenden Mikroorganismen, die Sie davon abhalten, sich mit dem Erdmagnetfeld in Verbindung zu setzen oder entsprechend sich zu fühlen, dann dieses einzusetzen, um dann, dass Sie sich wieder besser fühlen. Das ist ja unser Anspruch, wenn wir Agile Care nutzen. Wir wollen die Lebensqualität, wir wollen unsere Lebensqualität verbessern und das ist unser Tipp dafür. Was ich auch ganz oft in dieser Woche auch als Fragen erhalten habe im Support und darüber möchte ich auch sprechen, hat auch mit Zeit zu tun, ist, wie lange und wie oft sollen, müssen, dürfen wir Agile Care, dürfen wir die empfohlenen Anwendungen einsetzen. Und da sind unsere Ratschläge wie folgt. Auf jeden Fall mindestens einmal täglich. Das ist unsere grundsätzliche Empfehlung. Noch besser ist es, wenn die Anwendungen mehrfach wiederholt werden, und zwar direkt nacheinander wiederholt werden. Das erhöht die Effektivität der Anwendung bei der Eliminierung der Mikroorganismen. Als nächstes ist natürlich, nutzen wir die Anwendung, bis wir für uns vollständige Besserung bemerken. Das ist natürlich ein weiter Begriff und Sie merken schon, das kann man gar nicht so sehr in einem bestimmten Raster, in eine bestimmte Tabelle, in klare Werte geben. Ja, also es ist auch für Sie selbst, Sie entscheiden es, geht es mir jetzt vollständig besser? Das ist dann der Moment, wo wir der Meinung sind, hier haben wir den größten Teil der störenden Mikroorganismen eliminiert. Und aufgrund dessen, dass wir natürlich daran interessiert sind, diese nicht wieder in Disbalance bringen zu wollen, ist es notwendig, dass wir da noch einige Tage, wir sagen 3 oder 4 Tage mehr bei täglicher Anwendung diese hinzufügen, so dass dann die entsprechenden restlichen Mikroorganismen noch eliminiert werden.
die Empfehlung der Methode, die wir ja nutzen mit AgeCare, also von Dr. Reif, die Methode war ja aufgrund seiner Beobachtung, dass dieser Zeitpunkt circa 90 Tage wären sollte, aber mindestens. Insofern, das richtet sich daher, hat er diese Gruppe an Patienten, die er da eben mit seinen Erkenntnissen betreut hat, wo eben 14 Personen von 16 bereits nach 90 Tagen dann ohne Tumorzellen erkannt wurden. Also es wurden keine Tumorzellen mehr erkannt bei denen. Es war doch nach 90 Tagen der Fall. Und zwei weitere, also dann die gesamte Probandengruppe, war dann, die haben noch 4 Wochen länger gebraucht, um dann dort für sich die entsprechenden Erreger dort eliminiert zu haben, sodass eben dort kein Tumor mehr zu sehen war und diagnostiziert werden konnte. Das waren also die Empfehlungen von Dr. Reif. Aus unseren Erfahrungen, da haben Sie ja auch schon gehört in vergangenen Workshops, dass hier zum Beispiel nach 6 Monaten täglicher Anwendung dort der Zustand erreicht wurde, dass keine Krebszellen mehr nachgewiesen werden konnten. Insofern, das sind natürlich sehr schöne Nachrichten. Und wie gesagt, es geht immer um den Mindestzeitraum. Was Sie natürlich benötigen, ist teilweise Geduld oder, ich habe schon mal vorhin von den Berlinern gesprochen, die sagen dann Geduld und Spucke, aber wir meinen Geduld und die Einhaltung der optimalen Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen. Ich habe Ihnen hier in die Unterlagen, haben Sie sich ja dann schon runterladen können, nochmal den Link zu dem Video mit unseren Empfehlungen, wie wir die Randbedingungen einschätzen und was wir damit meinen, wenn wir sagen, die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen einzuhalten. Und hier geht es natürlich auch nicht nur um die Einhaltung, sondern auch darum, dass es auch optimal im Körper umgesetzt werden kann. Ja, also der Körper muss oder soll die elektromagnetischen Frequenzen aufnehmen können und dann eben zu den entsprechenden Mikroorganismen leiten können, sodass die dort eliminiert werden. Das ist das Ziel, was wir mit AgeCare haben und was wir hier Ihnen auch empfehlen dann. Am Rande hat das auch was mit Zeit zu tun. Das ist mir sehr wichtig, dass ich Ihnen das hier auch noch mal kurz präsentiere. Momentan leider betrifft es immer noch Anwender und Teilnehmer im Workshop, die unsere Nachrichten einmal zu den Einladungen zum Workshops, aber dann andere wieder die Aufzeichnungsmitteilungen oder auch unsere anderen Nachrichten nicht erhalten. Also die immer dabei sind, haben eine E-Mail-Adresse bei uns registriert mit einer G-Online-E-Mail-Adresse. Und ich möchte hier nochmal ganz kurz Ihnen versichern, von uns aus, wir versenden immer, es sei denn, Sie haben sich abgemeldet, aber wenn Sie jetzt hier im Workshop sind, haben Sie sich nicht abgemeldet von unserem Service. Also wir versenden immer die Nachrichten an Sie und wir halten keine Fehlermeldung oder Rückmeldungen, dass bestimmte E-Mails nicht erreicht werden konnten. Natürlich, wenn es der Fall ist, dass E-Mails ja erreicht werden konnten, dann kriegen wir auch die Nachrichten. Aber ich spreche hier über den Fall, dass eben dann wir diese Nachrichten nicht erhalten und somit wir auch nicht nachvollziehen können, warum Sie diese Nachrichten nicht bekommen. Die Lösung ist, und das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, wir haben es auch schon in der Anfangszeit öfter gesagt, dass es aus unserer Erfahrung und somit sind die anderen Anwender, die das so gemacht haben, sehr gut zurechtgekommen, dass hier eine neue E-Mail erstellt wird. Zum Beispiel, ich habe es einfach mal ein Beispiel genannt, Gmail bei GMX oder web.de, das sind alles kostenfreie Provider, bei denen man sich eine kostenlose E-Mail generieren kann. Und sie erstellen sich dort eine neue E-Mail-Adresse und geben uns die Mitteilung darüber, sodass wir das eintragen können und dann haben wir die Hoffnung und drücken die Daumen, dass Sie dann auch wieder die Nachrichten erhalten. Am Ende würde ich Sie gerne da um das Verständnis bitten, dass wir eben nicht die Kapazitäten, mein Vater hat das am Eingang des
Workshops schon kurz angerissen, was wir alles vorhaben, welche Tätigkeiten wir jetzt nachgehen, dass wir einfach nicht die Kapazitäten haben, hier Nachrichten manuell und extra zu versenden. Ich hoffe, dass ich da auf Ihr Verständnis treffe und und bedanke mich dafür, dass Sie dies uns entgegenbringen. Ich bin jetzt soweit fertig mit meinem Vortrag. Und es ist noch nicht ganz so lang, wie vielleicht in der Vergangenheit Sie das gewohnt sind bei meinem Vater. Aber Sie können jetzt Ihre Fragen an mich stellen. Vielleicht haben Sie sie schon gestellt. Ich stoppe mal die Präsentation und dann können Sie mich hier ganz in Farbe sehen. Papi, wenn du möchtest. Oder ich bin ganz allein für Sie da. Und wir können mit den Fragen beantworten beginnen.